Ciao ragazze! Ja, heute das Thema unsere Haare. Und zwar nicht nur unsere Haare, auch was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und zwar das Hauptthema sind Silikone, weil viele wissen ja nicht, ob Silikone gut sind für die Haare oder nicht. Soll man nicht, wissen nicht, wieso Silikone nicht gut für das Haar sind. Und ich hatte schon so lange Zeit gesagt, dass ich noch ein Video davon mache. Und endlich ist es soweit. Ich habe jetzt wirklich längere Zeit keine Videos gedreht. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber ich finde es so toll, dass ihr das alles versteht und nicht was Negatives sagt darüber und so. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar darüber. Ja, und zwar. Sorry, Silikone befinden sich. Das blendet mich auch so ein bisschen. Ja, aber ich sehe mich nicht so gut. Ja. Silikone befinden sich in jenen Produkten, das heißt in Packungen, in Masken. Ich spreche Masken, Haarmasken und so. In Shampoos, in Spülungen, wirklich überall können Silikone drin sein. Eigentlich Silikone sind eigentlich gar nicht so schlimm. Silikone sind gut für diejenigen, die ihre Haare nicht mit chemischen Produkten beanspruchen. Ja, das heißt, nicht die Haare färben, nicht die Haare tönen und, nicht die, und sich die Haare nicht wellen. In dem Sinne keine Dauerwelle reinmachen. Dann ist es für diejenigen wirklich okay, das ist wirklich gut. Die Silikone, die dringen in das Haar rein. Ich habe mir jetzt nicht mal einen Stift. Also ich zeichne das mal. So. Also, das ist mal der Unterschied. Die Silikone, die gehen ganz in das Haar rein. Und ich spreche jetzt nicht von ein paar Mal Haare waschen damit oder sich die Haare zu pflegen damit. Das kommt mit der Zeit. Und das passiert, wenn man übliche Shampoos oder Spülungen benutzt, so Balsam und so. Das geht im äußeren Rand vom Haar. So, was passiert, wenn man jahrelang Produkte benutzt hat mit heute habe ich irgendwas da. Ich habe so viel getrunken, aber ich habe das Gefühl, ich habe es immer noch hier. Eben, was passiert, wenn man jahrelang sich die Haare pflegt mit Silikone? Und zwar, sagen wir mal, also das Haar, das sieht wirklich super gesund aus, aber beispielsweise, wenn sich jemand die Haare gerne färben möchte oder Mesh rein, also Strähnchen reinmachen möchte, dann wird das fleckig. Es sieht sehr, sehr schlimm aus. Ich habe leider keine Fotos, in denen ich es zeigen könnte. Es wird richtig sehr fleckig, die Farbe nimmt überhaupt nicht gut an, teilweise schon, teilweise nicht. Und das sieht wirklich nicht so schön aus. Und die sich gerne eine Dauerwelle reinmachen lassen möchten, das klingt so doof, aber ja. Die gerne eine Dauerwelle hätten, die Locken genau das gleiche, teilweise wellen sich sehr, sehr schön und teilweise wieder nicht. Und das Ganze sieht einfach sehr, sehr schlecht aus. Das passiert an vielen, die das Gefühl haben, dass die Friseurin oder der Friseur schuld dran ist, wenn man zum Friseur geht und die Farbe fleckig wird oder die Wellen nicht richtig kommen, wie man das möchte. Nein, es ist wirklich, wenn der Friseur sagt, es sind wegen den Produkten oder weil die fragen manchmal, ja, was für Produkte benutzen Sie zu Hause? Und die Friseurinnen, die wissen, was für Produkte nicht gut sind. Also wenn ein Friseur sagt, ja, nee, das, was Sie zu Hause haben, ist wirklich nicht so gut für Ihr Haar, ich würde Ihnen das und das empfehlen, dann hat er schon recht. Okay, ihr müsstet zwar nicht genau die Produkte benutzen, die er oder sie Ihnen euch empfiehlt. Weil die kosten schon eine ganze Menge, aber man kriegt heutzutage überall sehr gute Shampoos und Spülungen, allgemeine Pflege für die Haare. Und
ja, das, ich wollte euch einfach das mal erklären, der Unterschied, weil viele wissen das nicht. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Es war alles schön, ohne irgendwie so komische Wörter zu benutzen, alles schön, aber ja, das ist ja wohl klar, dass, es gibt kein Video, ohne dass ich irgendwie Wörter verliere oder irgendwie den Faden verliere. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ah, und übrigens, es gibt ganz viele Öle für die Längen und Spitzen, die sind wirklich okay. Ich würde einfach mal empfehlen, so bestimmte Öle, wenn man sprittes Haar hat und so, sie wirklich nur an den Spitzen zu benutzen und nicht auch auf die Längen. Also nur, wenn Silikone drin sind, weil das kann das gleiche Effekt, es kann zu dem gleichen Effekt, ja, Effekt. Ach, wie sagt man das schon wieder? Effekt? Ja, es kann zu dem gleichen Effekt führen. Und mein Akku ist schon wieder leer. Nein! Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es kommt wieder bald ein Video von mir. Danke für eure Geduld. Ich schicke euch einen dicken Schmatz. Ciao, ragazzi!